Wow! Herzlich willkommen in meiner Fernsehküche. Ich habe da mal was vorbereitet. Wir machen heute was ganz Spannendes. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es entweder voll geil wird oder so richtig krass nach hinten losgeht. Das ist mir ja auch schon öfter passiert. Wer mir schon länger folgt, weiß das. Ich bin ja dann auch so, dass ich das schamlos einfach zeige, wenn es total nach hinten losgeht. Deswegen lasst euch überraschen. Ich habe es nicht vorgebohrt, nicht probiert, nicht. Das ist alles so eine Kopfgeburt. Es soll ein kleiner Beistelltisch aus IKEA Salatschüsseln und tiefen Tellern werden. Was ja jetzt im Moment so voll angesagt ist, sind so Beistelltische in so komischen Formen. Und ich finde die mega cool. Oft sind die aus Holz, was natürlich super schön ist, aber die sind auch echt arschteuer. Und deswegen dachte ich, machen wir mal eine günstige Variante. Wir brauchen dafür zwei Blender Salatschüsseln, die gibt es in verschiedenen Größen. Ich wollte eigentlich die größte Größe, gab es bei meinem IKEA nicht. Kauf die größte Größe, wenn es die gibt, und die passenden Teller dazu. Ich habe geguckt, dass die Proportionen einigermaßen stimmen. Ich zeige euch gleich, wie das Gebilde aussehen soll. Ihr seid da aber völlig frei. Diese tiefen Teller habe ich jetzt bei IKEA online nur unter IKEA 365 Plus gefunden, aber am Ende könnt ihr auch durch die Schüsselabteilung gehen und euch das zusammensuchen, was am besten passt in euren Augen. Das ist die Basis. Dann braucht ihr Holz, ein Stück Restholz, auch ganz interessante Konstruktion, mal gucken, ob das klappt. Lackiersachen, also irgendein Lack, der euch gefällt, und was zum Lackieren. Und ganz wichtig, Montagekleber. Ein Schleifgerät oder Schleifpapier braucht ihr auch. Eine Säge und dann war es das eigentlich schon. Hoffentlich. Mal gucken. Also, das ist der Fuß. Dann gibt es so ein Mittelteil. Und das ist der obere Teil und da kommt die Tischplatte rein. So, als allererstes brauchen wir die Tischplatte. Dafür habe ich jetzt hier so ein Holzreststück. Wir haben unfassbar viele Holzreste. Deswegen habe ich nichts extra gekauft. Da schneide ich das halt gleich raus. Die Idee ist, dass die hier so eingelassen wird, also nicht oben drauf liegt, sondern hier so reinkommt. Deswegen brauche ich hier den inneren Durchmesser. 27,8, 27,7, sowas. Und das zeichne ich mir jetzt hier auf mit einem Zirkel. Den hat Richard noch aus Schulzeit. Soll ich meine kleine Anekdote zu meiner letzten Matheprüfung sagen? Matheklausur. Ich habe Mathe gehasst. Ich habe in Berlin Abi gemacht. Wir mussten das nicht als Prüfungsfach haben. Ganz viele andere Bundesländer schon, glaube ich. Was mein Glück war. Und dann stand die letzte Matheklausur an. Und ich wollte so richtig cool und rebellisch sein. Ich habe null gelernt. Und ich wollte einfach so einfach meinen Namen auf die Klausur schreiben und so rausgehen. Also so fickt euch alle mäßig. Ich habe damit abgeschlossen. Oh, und Jelena schafft es natürlich nicht, so cool zu sein, schreibt ihren Namen aufs Papier und denkt sich so, ach komm, ich probier's doch. Was kam dabei raus? Ein Punkt. Ein einziger Punkt, für den ich auch einfach hätte cool sein können und rausgehen können. Naja, ich war halt noch nie wirklich cool. Sogar ziemlich gut. Ich säge die Ecke hier noch weg und dann kriege ich es, glaube ich, reingedrückt. Wenn ich es vorher rauskriege. So, und dann noch ein bisschen schleifen, dann müsste es eigentlich gehen. Und die nächste Herausforderung ist jetzt, dieses Mittelteil, so, also diese beiden Teller, so zu verbinden mit einem Holzrest. Da wollte ich so ein Stück rausschneiden oder am besten zwei, weil das hier reicht ja irgendwie nicht als Klebefläche, glaube ich. Deswegen muss man das irgendwie so verbinden und da besteht jetzt die Herausforderung, ich suche gerade meinen Winkel,
die richtige Höhe wieder zu finden hier. Weil das muss ja, wenn es in der Luft schwebt, weil man es zu kurz geschnitten hat, bringt es einem nichts. Und zu lang, dann hat man halt hier einen Abstand. Ne? Logisch. Jetzt haben wir die Tiefe von einem Teller. Wir brauchen ja aber die Tiefe von zwei Tellern, weil die ja so übereinander sind. Deswegen machen wir das, zeichnen wir das gleiche Maß jetzt einfach nochmal an. Die nächste Stunde der Wahrheit. Minimal zu lang. Es kippelt noch so minimal, aber das ist egal, weil ich das hier sowieso nicht als Klebefläche benutzen möchte, weil das hässlich aussieht, wenn da so Kleber ist. Deswegen mache ich das jetzt so. Und ich glaube, wir haben sogar Platz für drei von diesen Teilen, damit es schön stabil ist. Dann mache ich das jetzt dreimal nebeneinander und klebe das fest. Und ich liebe es, Holzreste zu verwerten. Es macht einfach so Spaß. Vor allem auch natürlich deswegen, weil wir viel zu viel Holz haben. Und wenn man dann ein bisschen was davon verbrauchen kann, ist es immer gut. Dann geht es jetzt ans Kleben. Ich klebe als erstes diese beiden Teller zusammen. Hier Dings habe ich auch. Montagekleber. Warum habe ich heute Probleme, dieses Wort zu finden? Montagekleber habe ich auch nicht extra gekauft. Das hatten wir irgendwie noch da. Ich weiß gar nicht mehr wofür. Aber sollte reichen. Das, also bei vollflächiger Verklebung soll das 50 Kilo pro Quadratmeter halten. Ich glaube, das wird für unsere Zwecke ausreichen. Wir nehmen einfach schön viel. Dadurch, dass wir das ja eh alles nicht sehen, können wir auch übertreiben. Das darf ruhig rausquillen. Das ist egal. Wenn das alles in einer Farbe angemalt ist, sieht es ja eh nochmal ganz anders aus. Mut zur Lücke, sagt man, ne? Der nächste Schritt ist dann, können wir die Platte einlassen. Gucken wir uns natürlich an, welche Seite schöner ist. Diese hier, das heißt, die ist unten. So. Gleichen wir die vorher nochmal an, weil wir sie ja lackieren wollen. Eine Herausforderung jagt die nächste, müssen wir natürlich die Platte hier gleichmäßig reinkriegen. Nicht schief, sondern gerade. So, jetzt aber. Das ist super. Oh, wir müssen nichts kleben. Und Action. Ich habe gerade in den Spiegel geguckt und habe gesehen, dass Richard mir nicht gesagt hat, dass ich hier die ganze Zeit so wie so der letzte Idiot so einen Springbrunnen aus Haaren hatte. So kleine, diese Babyhärchen. Ich habe letztens schon auf Instagram gesagt, macht niemals den Fehler, wenn die ersten grauen Haare kommen, die auszureißen. Weil dann passiert nämlich genau das. Die wachsen dann nach und wenn sie so lang sind, dann stehen sie so richtig wirr in alle Richtungen und das wollt ihr nicht. Und man sagt ja so schön, wenn man eins ausreißt, kommen 10 zur Beerdigung, ne? Keep that in mind. Und weiter geht's mit der lustigen Kleberei hier. Ist jetzt nicht die allergrößte Fläche zum Kleben, aber ich glaube, das wird total ausreichen. Da kann man auch ruhig großzügig sein mit dem Kleber, weil hier hat man ja sowieso so eine recht große Fläche, wo sich das verteilen kann, ohne dass man das sieht. So, ich rundiere jetzt den Tisch, weil ich so viele unterschiedliche Materialien habe und nicht weiß, ob die Farbe, der soll schwarz werden, ob die Farbe auf dem Metall und auf dem Porzellan so gut hält. Deswegen, sicher. So, trocknen lassen. Und die richtige Farbe drauf. So, das Ding, also der Kleber ist jetzt getrocknet. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich diese Lücken doch noch füllen möchte mit Maleracryl, weil ich glaube, dass es dann alles noch mal um einiges eleganter aussieht.
Und ich habe mir hier schon Wasser und Handschuhe bereitgelegt oder gestellt, weil man das dann innerhalb von 10 Minuten mit einem feuchten Werkzeug glätten soll. Das sieht jetzt alles recht unelegant aus. Ich hoffe, das kann ich gleich noch schön glatt machen alles. Den Tipp hat mir übrigens eine Zuschauerin gegeben, dass das mit Gummihandschuhen und Wasser sehr gut funktionieren soll. Ich habe es noch nicht gemacht. Mal schauen. Jetzt habe ich meinen Finger zu weit reingeschoben. Zum Glück habe ich Gummihandschuhe an. Dieser Schritt ist übrigens natürlich vollkommen optional. Ihr müsst das nicht machen, wenn euch das zu doof ist. Dann lasst ihr es einfach so. Ich glaube, das sieht trotzdem cool aus. Das war eine sehr gute Idee. Das muss jetzt noch kurz trocknen. Das kann man nach 10 Minuten schon überstreichen, was ziemlich cool ist. Und dann lassen wir den Lack noch trocknen. Ah, apropos Lack. Ich habe mich jetzt übrigens doch dafür entschieden, den Tisch schwarz zu machen und nicht hell. Aber das ist natürlich völlig euch überlassen, ob ihr lieber sprühen wollt oder mit Rolle und Pinsel lackieren wollt. Könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Bin voll begeistert. Ich finde es total oberschick. Ich werde das bei mir auf jeden Fall irgendwo hinstellen. Dafür habe ich es ja auch gemacht. Ich weiß noch nicht hundertprozentig wo. Man kann das natürlich als Nachttisch, als Pflanzentisch, als irgendwie gearteten Dekotisch benutzen. Wie gesagt, ihr könnt auch verschiedene Größen natürlich machen, je nachdem, was ihr bei IKEA so findet. Wenn ihr diesen Tisch auch so geil findet wie ich, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abonniert sehr, sehr gerne den Kanal und wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder. Auf Wiedersehen.